Wir sind Sinus Medical, Professional Beauty Systems, made in Germany mit Firmensitz in Deutschland und der Schweiz. Unsere Kunden sind Studios im Bereich Fitness, Wellness, Kosmetik, außerdem Institute und Ärzte. Gemeinsam haben wir das Ziel, dass der Verbraucher am Schluss besser aussieht und unsere Kunden, also die Studios, damit möglichst wenig Aufwand und Arbeit haben. Deswegen setzen wir auf Passivgeräte. Sie haben ein Gerät, legen Ihren Kunden da drauf, schnallen ihn quasi an und dann läuft das ganze Programm von alleine und der Betreiber hat dann Zeit, sich wieder um andere Dinge zu kümmern. Der Trend in der Branche ist ja das Thema Kälte und wir gehen dem Trend voran und zwar mit unserer Cryo 4S, einem Kältegerät. Das ist eine dieser 8 Platten, die wir anlegen an den Problemstellen, die der Kunde hat, die er vielleicht mit Sport und Fitness trotz bester Ernährungsvorsätze nicht in den Griff kriegt. Hierüber kommt die Kälte an die Problemstelle und darüber Muskelstimulation, EMS genannt. Und dann gibt es 8 Platten, die eben an den bestimmten Stellen wirken. Und das Schöne ist, wir empfehlen immer unseren Studiobetreibern, mit einem Maßband vorher zu messen und nachher auch nochmal zu messen. Und da gibt es doch dann erstaunliche Resultate. Die werden noch besser, wenn der Kunde nach der Behandlung mit diesem schönen blauen Leuchtteil in eine sogenannte Balancer-Hose geht. Das ist eine Lymphmassage-Hose. Und diese Hose bewirkt durch die Massage, dass abtransportiert wird an Stellen, wo wir unnötiges Zeug mit uns herumtragen, also die Fettpölsterchen ein bisschen geärgert werden. Und in der Kombination hat dann unser Betreiber, der Kunde, ein Gesamtpaket von verschiedenen Geräten, die alle alleine arbeiten, die nicht wehtun und trotzdem einen Erfolg bringen, den man einfach selber ausprobieren sollte. Dann bringen wir gerade neu auf den Markt die Kältekammer, den Live Cube. Das ist eine Kammer, da wird es minus 80 Grad kalt drinnen und das ist tatsächlich gesund, denn unser Körper bekommt in den 3 Minuten, die er da reinschlüpfen darf, so einen Schreck, dass alle Systeme angeregt werden, eine Feuerwehr quasi im Körper unterwegs ist, die sich um Schmerz kümmert, die sich um Regeneration kümmert und tatsächlich auch um Kalorien kümmert, weil das alles so anstrengend im Nachgang ist, dass da ordentlich verbrannt wird. Das Besondere an der Live Cube Kältekammer ist, dass die mit Starkstrom läuft. Alle anderen Bewerber benutzen Gas und das hat den Nachteil, man muss die Flaschen wechseln, man muss dafür Lagerfläche haben. Das kostet auch viel mehr und deswegen setzt die Live Cube auf Starkstrom.